Russisch lernen mit Russland-Journal. Привет, я Анастасия. Привет, я Крис. Und dieser Podcast wird präsentiert von der russischen Band AMF. Die Band wurde 2006 in Moskau gegründet. Die drei Jungs spielten vorher schon in verschiedenen Bands in Moskauer Clubs. Doch erst seit die Sängerin Arina dabei ist, ist die Band komplett. Wir haben alle Informationen über die Band AMF für euch im Bereich Entertainment auf russlandjournal.de zusammengestellt. Da gibt es auch ein Musikvideo und außerdem könnt ihr beim Gewinnspiel mitmachen und eine der 5 CDs des Debütalbums Into gewinnen. Und wir haben schon Ausschnitte aus 2 verschiedenen Songs angehört und heute spielen wir einen Ausschnitt aus dem Song Bad Girl. Ja, das war ein schöner Start in unser Urok 25. Oder Urok 25. Die 25. Lektion. Genau, 25. 25. Und wie sagst du jetzt der 5.? 5. 5, genau. Und heute lernen wir, wie man sagt, dass man irgendwas machen will oder nicht will. Das Verb für wollen heißt auf Russisch хотеть. 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 Ich will heißt я хочу. Я хочу. Genau, das Verb ist ein bisschen unregelmäßig. Я хочу, ты хочешь. Ты хочешь. Он, она хочет. Он, она хочет. Мы хотим. Мы хотим. Вы хотите. Вы хотите. И они хотят. Они хотят. Genau. Also nochmal kurz. Я хочу. Ты хочешь. Она хочет, мы хотим, вы хотите, они хотят. Wenn man sagen will, dass man irgendwas machen will, dann braucht man das Verb хотеть in der richtigen Form und das andere Verb in der Grundform, also als Infinitiv. Zum Beispiel, я хочу есть. Я хочу есть bedeutet, ich will essen. Das klingt auf Deutsch vielleicht ein bisschen hart, aber das sagt man in Russisch ganz normal, wenn man Hunger hat. Sagt man, ich will essen. Я хочу есть. Я хочу есть. Ты хочешь пить? Да, я хочу пить. Was habe ich gefragt? Ob ich etwas trinken möchte? Genau. Oder genauso wie bei есть ist es auch, ob du Durst hast, ja, ob du was trinken willst oder ob du Durst hast. Wie fragst du jetzt, möchtet ihr was essen? Wie хотите есть? Wie хотите есть? Und wie sagst du jetzt, nein, aber wir haben großen Durst, also wörtlich würde das dann heißen, wir möchten sehr trinken. Нет. Но мы очень хотим есть, пить. Пить. Нет, но мы очень хотим пить.
heißt eben nein, aber wir möchten sehr gerne trinken. Wie fragst du jetzt, ob ich Fernseher gucken möchte? Ty chcesz smotryt telewizor. Ty chcesz smotryt telewizor. Die Betonung bei smotryt ist auf je. Ty chcesz smotryt telewizor. Нет, я не хочу. Und frag mich jetzt, was ich machen möchte. А что ты хочешь делать? А что ты хочешь делать? Я не знаю, что я хочу делать. А ты? Я хочу играть в футбол. Ты хочешь играть в футбол? Футбол spielen. Gut. Ich habe jetzt das Verb хотеть in Verbindung mit знать gebraucht. Ja? Я не знаю, что я хочу делать. Ich weiß nicht, was ich machen möchte. Jetzt üben wir ein paar Sätze mit dem Verb знать. Zum Beispiel, они хотят знать, что мы делаем сегодня вечером. Das bedeutet was? Sie möchten wissen, was wir tun heute Abend. Also was wir heute Abend tun. Genau, und jetzt kannst du es nochmal sagen selber. Они хотят знать, что мы делаем сегодня вечером. Да, они хотят знать, что мы делаем сегодня вечером. Und wie sagst du jetzt, sie will wissen, wer gut Russisch spricht. Она хочет знать, кто хорошо говорит по-русски. Супер. Она хочет знать, кто хорошо говорит по-русски. Also das wird einfach nur zusammengesetzt. Sie will wissen und dann, wer gut spricht Russisch, dann Wort für Wort übersetzt. Wir haben auch schon ziemlich lange her, ist es her, gelernt, woher kommst du? Weißt du noch, wie man das sagt? Woher? Das war откуда, also откуда ты? Ja, откуда ты? Das ist als alleinstehende Frage. Und wie sagst du jetzt, er will wissen, woher wir kommen. Он хочет знать, откуда мы. Хорошо. Он хочет знать, откуда мы. Einfach wieder zusammengesetzt. Jetzt haben wir in der Lektion 16 ein paar Sätze mit dem Wörtchen «ли» geübt. Zum Beispiel «Я не знаю, есть ли у него сестра». Das hieß was? Я не знаю, есть ли у него сестра? Also «ли» war für «ob». Mhm. Und in dem Satz heißt es, ich weiß nicht, ob er eine Schwester hat. Genau. Und genauso kann ich sagen, zum Beispiel, «Мы хотим знать, любите ли вы смотреть телевизор?» Wir wollen wissen, ob Sie gerne Fernseher schauen. Genau, ob Sie höflich oder ihr. Мы хотим знать, любите ли вы смотреть телевизор? Wie sagst du jetzt, ich will wissen, ob du oft ins Restaurant gehst? Я хочу знать, часто ли ты ходим в ресторан? Часто ли ты ходишь в ресторан. Aber das war super. Я хочу знать, часто ли ты ходишь в ресторан. Jetzt ist es mit diesem «ли» so, dass es ganz grammatikalisch korrekt wäre, die Sätze so zu bilden. Umgangssprachlich lässt man «ли» oft weg und tut «или нет» ans Ende vom Satz, also «oder nicht». Ich will wissen, machst du das und das oder nicht? Zum Beispiel, я хочу знать, ты часто ходишь в ресторан или нет? Wir haben in den letzten Lektionen die zwei russischen Verben für gehen gelernt. Das waren welche? Идти und ходить. Идти и ходить. Ja, ходить. Ja, die Betonung ist auf i, ходить.
Und wenn man diese Verben mit dem Verb wollen, also hatet, gebraucht, gibt es ein paar Besonderheiten. Bevor wir weiter üben, lernen wir aber ein paar neue Ziele, weil sonst gehen wir immer nur einkaufen. Das eine war zielgerichtet und das andere eher hin und her oder regelmäßig. Iti war mit einem Ziel. Genau, iti war mit einem Ziel und auf dieses Verb konzentrieren wir uns auch heute erstmal. So, zum Beispiel kann man ja auch in die Arbeit gehen. Arbeit heißt rabota. Rabota. Wird, wenn man sagt wohin, also zu Arbeit, mit der Präposition na gebraucht und steht dann im Akkusativ. Genau. Also rabota oder wohin? Na? Na rabotu, weil es weiblich ist. Genau, weil aus A wird U am Ende. Rabota na rabotu. Schkola heißt Schule. Schkola. Schkola. Wohin? Mit der Präposition w. 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 Schkolu. 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 Die Betonung ist auf O, Schkolu. Bibliotheka klingt fast wie im Deutschen. Bibliothek. Genau, wieder mit der Präposition w. Wohin? W. Bibliotheku. Genau, Bibliotheku. Und zur Abwechslung nehmen wir auch einen männlichen Substantiv, Universität, heißt Universität. Genau, wird auch in Verbindung mit der Präposition w gebraucht. Wohin? W. Universität. Genau, sehr gut. Männliche Substantive verändern ihre Endungen nicht im Akkusativ. Und jetzt, wenn ich sage, kuda vy idiote, will ich ja wissen, wo ihr jetzt hingeht. Was ist unser Ziel? Kuda vy idiote. Und du sagst zum Beispiel, wir gehen in die Arbeit. Mi idiom na rabotu. Genau, mi idiom na rabotu. In Verbindung mit хотеть, mit wollen, sage ich zum Beispiel, я не хочу идти на работу. Du willst nicht zur Arbeit gehen. Genau. Wie sagst du, er will nicht zur Schule gehen? Он не хочет идти в школу. Genau. Он не хочет идти в школу. Oder sie wollen nicht in die Uni gehen. Они не хотят идти в университет. Да, они не хотят идти в университет. Jetzt ist es komischerweise so, dass хотеть plus идти eher mit Verneinung gebraucht wird. Я не хочу идти на работу в школу oder в университет. Wenn ich aber sagen will, dass ich ins Kino oder ins Konzert gehen möchte, brauche ich das Wort пойти. Пойти. Ja, пойти ist von dem Verb идти abgeleitet. Und wenn ich sagen will, ich will ins Kino gehen, ist es nicht richtig, идти zu gebrauchen. Ich kann auf Russisch nicht sagen, я хочу идти в кино, das versteht man, aber das klingt komisch. Man sagt, я хочу пойти в кино. Und пойти ist auch die Grundform, Infinitiv. Я хочу пойти в кино. Wie sagst du, wir wollen ins Konzert gehen? Мы хотим идти на концерт. Пойти на концерт. Ja, мы хотим пойти на концерт. Ja. Er will heute Abend zum Fußball gehen. Он хочет идти, пойти на футбол сегодня вечером. Да. Он хочет пойти на футбол сегодня вечером. Wie gesagt, идти würde man verstehen, hört sich aber ein bisschen komisch an. Und jetzt nochmal, sie will sehr gerne ins Ballett gehen. Она очень хочет пойти на балет. Genau, она очень хочет пойти на балет. Und wir haben zum Beispiel noch ein Wort, Diskotheka heißt? Diskothek. Ja, und wenn man dahin geht, braucht man Präposition na und? Na diskotheku. Genau. Und
Ein bisschen längerer Satz wäre: Он говорит, что хочет пойти на дискотеку завтра вечером. Was sagt er? Он говорит. Er sagt, dass er möchte gehen in die Diskothek morgen Abend. Also, dass er morgen Abend in die Diskothek gehen möchte. Genau. Он говорит, что хочет пойти на дискотеку завтра вечером. Куда он хочет пойти завтра вечером? На дискотеку. Ja. Und wie man das Verb пойти alleine im Satz gebraucht, wenn man kein хотеть dabei hat, lernen wir dann beim nächsten Mal, weil ich dazu noch ein paar Sachen erklären muss und das machen wir dann in Ruhe. Und zum Ausklang hören wir noch einen Ausschnitt aus dem Song Bad Girl der russischen Band AMF und nicht vergessen, ihr könnt beim Gewinnspiel mitmachen und eine der 5 CDs des Debütalbums Into von AMF gewinnen. Bad girl crashing into your world.